Das britische Königshaus durchlebt aktuell eine schwere Zeit. Zu Beginn des Jahres unterzieht sich König Charles, 76, einer Prostata-Operation, nur um kurze Zeit später mit der Diagnose Krebs konfrontiert zu werden. Auch Prinzessin Kate, 42, hat einen ähnlichen Schicksalsschlag erlitten und gibt im März dieses Jahres öffentlich ihre eigene Krebsdiagnose bekannt. Inzwischen kämpft auch Königin Camilla, 77, mit gesundheitlichen Problemen. Nach ihrer Reise durch Australien und Samoa leidet sie unter einer Atemwegserkrankung und deren Folgen. Am 22. November glänzt König Charles daher bei der Royal Variety Performance 2024 ohne seine Gattin. Er erscheint zum Event in einem stilvollen schwarzen Anzug, dazu kombiniert er geschmackvoll einen eleganten Mantel sowie eine Fliege. Sein schönstes Accessoire ist aber ein anderes, es ist sein unglaublich herzliches Lachen, das beim Betrachten der Aufnahmen sofort ins Auge springt. Vor allem mit Musiklegende Elton John, 77, einem alten Freund der Familie, scheint sich der 76-Jährige bestens zu amüsieren. Während Charles sichtlich bester Laune ist, sieht die Lage für Königin Camilla leider noch immer nicht rosig aus. Anfang November erkrankte sie an einer Infektion der Atemwege, legte daraufhin ihre royalen Verpflichtungen nieder. Camillas letzter Auftritt am 21. November ließ zwar hoffen, dass sie auf dem Weg der Besserung ist, doch nun fehlt sie erneut. Es scheint, als wäre die 77-Jährige zuvor eilig gewesen. Die Ärzte raten ihr, sich weiter zu schonen.